Detroit Become Human. Ja, guck mal, ich wollte jetzt wieder weiterspielen und aufnehmen. Ja, guck mal, was da gekommen ist. Ja, wollen Sie teilnehmen an einer Umfrage? Was das? Würden Sie eine Beziehung mit einem Androiden eingehen, der menschlich aussieht? Würde ich? Soll ich jetzt ich sein oder soll ich nicht ich sein? Soll ich ehrlich sein oder soll ich lügen? Schwierig. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Oh nein, das könnte jetzt pervers kommen, rüberkommen. Leute, wirklich. Ich bin eigentlich nicht so. Also, ich würde. Ja, kommt darauf an. Guck mal, wie sie aussieht. Meine. Ja, ich würde. Ja, okay, ich gebe zu. Ich gebe es zu. Ja, ich stehe auf Terminator. Glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? Nein, wieso? Wieso das denn? Queen Selosh, danke für den Follow. Dankeschön. Hallo, Bastian. Wie geht's, wie steht's? Kein Bock mehr auf Conan. Danke vielmal. Danke vielmal. Danke vielmal. Dankeschön. Nein, jetzt nicht. Ich brauche Pause. Ich brauche Pause. Also, glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? Nein! Wieso das? Wieso Sie sollte? ziehen auf eine einsame Insel und können nur eine Sache mitnehmen. Was wäre das? Okay, toll. Toll. Ein Buch. Ein Mobiltelefon. Stift und Papier. Eine Konsole. Ein Instrument. Frau? Keine. Nein. Okay, dann nehme ich Konsole. Eine Konsole. Würden Sie sagen, Sie sind von Technologie abhängig? Bin ich das jetzt? Oh ja, ich bin es. Ich bin süchtig. Ich gib's zu. Ich gebe es zu. Ich gebe es zu, Tama. Ja, ich bin. Auf welche Technologie freuen Sie sich besonders? Mein Gott, das ist ja wie Beschneidung. Auf welche Technologie freuen Sie sich besonders? Fliegende Autos, Androiden, Weltraum, Tourismus, mit dem Gehirn verbundene Geräte. Die Androiden, würde ich sagen. Was soll ich liegen? Also, ich nehme Androiden. Also Frauen natürlich. Androidinnen. Gibt es das überhaupt? Ja. Ich nehme Android. Glauben Sie an einen Gott? Ja, klar. Ja, ich glaube. Würden Sie einen Android Ihre Kinder betreuen lassen? Schwierig. Warte, ich muss überlegen. Ja, natürlich. Wieso nicht? Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie an einem elektronischen Gerät? Aha, jetzt. Das ist wirklich jetzt wie Hinrichtung. Was? 4 Stunden? Wo ist 14? Nein, Spaß. Nein, 14. Was? 14? Bitte. Mal 4, sagen wir 4. Ich arbeite. Ich nehme auf. Ich nehme auf. Wer nimmt auf? Nicht meine Mutter. Ich nehme auf. Ich nehme ja mehr. Wenn Sie eine Notoperation bräuchten, dürfte dann eine Maschine die Operation durchführen? Ja. Ich glaube, ich vertraue ihm. Glauben Sie, Maschinen entwickeln eines Tages ein Bewusstsein? So wie iRobot. Am Ausrasten und so und dann am Geben, austeilen. Ja, ich glaube. So, mal gucken, wie krank ich bin. Weltweite Antworten. Aha, 68%. Ja, normal, ne? Nein. Wer hat Nein gesagt? Nein. 14% haben Nein gesagt. Keine Ahnung. Wer gibt keine Ahnung? Interessant. Glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? Nein. Ja. Oha. Alle sagen ja. Ja, keine Ahnung. Sieht man wieder. Was ist das? So, Sie ziehen auf eine einsame Insel und können nur eine Sache mitnehmen. Was wäre das? Eine Konsole?
14%! 9! Wow! Was ist los mit den Leuten? Enttäuscht bin ich. Ein Buch, guck mal, ein Buch 16%. Was willst du machen? Kultur machen? Willst du Schulabschluss machen im Insel? Mobiltelefon. Stift, Papier. Er will zeichnen anscheinend. Gut, würden Sie sagen, Sie sind von Technologie abhängig? Ja? Oh, 79. Ja, normal. Schön. Auf welche Technologie freuen Sie sich besonders? Androiden, 36. Oho. Mit dem Gehirn verbundene Geräte. Was ist das? Das ist billig. Das ist gar nichts. Das kann ich jetzt schon. Glauben Sie an einen Gott? 32% ja. Oh, nein, 50%. Ah, okay. Unreligiös. Würden Sie einen Android... Was? Würden Sie einen Android Ihre Kinder betreuen lassen? Ja, klar. Sind doch auch Menschen. Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie an einem elektronischen Gerät? 0%. Wirklich Respekt. Wirklich Respekt. Meine Mutter verbringt eine Stunde mindestens. 70% mehr. Oh, alles kaputt. Das ist die Zukunft. Siehst? Wenn Sie eine Notoperation bräuchten, dürfte dann eine Maschine die Operation durchführen. Jo. Natürlich, bitte. Nimm alles. Glauben Sie, Maschinen entwickeln eines Tages ein Bewusstsein? Ja. Habe ich bestanden? Nein, das ist schön. Gut. Gratuliere. So. Hallo, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Was möchten Sie heute machen? Was haben Sie denn? Nein, fortfahren. Ich nehme fortfahren. Mach gerade Rührei. In Kornen oder? Nein. Guten Appetit. Danke wünsche ich dir auch, Bastian. Mach's gut. Okay, wir haben 30%. Wow, man sollte das in diesem Fall nicht in einem Stück spielen. Ne? Man sollte immer wieder Pause legen, sonst verpasst man ja viel. Hallo Sky, grüß dich. Guten Morgen. Ja. So, finde Amanda. Juhu, ich freue mich auf das Spiel. Schon schön. Wow. Nimmt's auf? Ja, und wie es aufnimmt. Also, finde Amanda. Schon ein schöner Name. Wenn ich runter gucke, guckt er wirklich runter. Komisch. Also, Leute, ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Ich finde es toll, also wirklich. Macht Spaß. Ist wie ein Film, ja? Aber hat nicht so... Ich habe heute gelesen, die Bewertungen sind nicht... Also nicht die Welt, ne? Also komisch. Man schreibt, ja, so und dann... Bewertungen sind nicht so hoch, irgendwie. Meiner Meinung nach. Oh, Mark. Wer war das schon wieder? Nein, ich weiß natürlich. Er ist tot. Ruhe in Frieden, mein Freund. Mark 2. Das fühlt sich an wie Rocky. Rocky 1, Rocky 2. Wo ist Rocky 3? Da gab es damals nicht. Nein, nicht runter. Kolleg. Okay. Nein! Oh! Er will unbedingt betteln. Beten. Ich wollte nur die Kamera. Oh, das haben sie nicht so gut gemacht. Wirklich. Ich als so ein erfahrener Spieler, wenn ich Probleme habe. Oh, Vogel. Oh, was ist das? Tannenbaum. Okay, gehen wir mal dahin. Ich bin gespannt, was da ist. Hallo Cold Hunter, grüß dich. Connors. Wo? Das Spiel ist top. Ja, finde ich auch. Mir gefällt es auch, wirklich. Guck, Blum ist auch da. Wer ist das denn? Das ist Amanda? Wow, die ist alt. Ich dachte jung. Ist doch ein junger Name. Amanda. Komisch, wirklich komisch. Bin enttäuscht. Also, mal gucken, was sie sagt. Hallo, Amanda.
Connor, schön dich zu sehen. Dein Vorgängermodell wurde leider zerstört. Er wusste, dass Abweichler unberechenbar sind, aber er war unvorsichtig. Ich hoffe, du machst nicht denselben Fehler. Das habe ich nicht vor. Wenn ein Connor-Modell zerstört wird, wird sein Speicher ins nächste Modell übertragen. Aber einige Daten können dabei verloren gehen. Vermeide eine Zerstörung. Das ist besser für dich und für die Untersuchung. Ich verstehe. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Er entspricht nicht ganz meinen Erwartungen. Aber für ein abschließendes Urteil habe ich noch nicht genug Daten. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Führe die Untersuchung fort, wo der letzte Connor aufgehört hat, und mach dem ein Ende. Sky, ich mach Let's Play. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Ich nehme auf und werde es auf YouTube veröffentlichen. Deswegen habe ich das deaktiviert. Also kein Livestream wird wieder, also kann man wieder, also kann man anschauen auf Twitch, weil ich die meisten Spiele aufnehme und dann auf YouTube hochlade. Ja, deswegen. So. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Die Grafik sieht schon toll aus. Wirklich? Was für ein Team. Hallo Ripple, grüß dich. Was für ein Team. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Meinst du Survivor? Also, wir müssen jetzt Mr. Anderson finden. Okay. Die Grafik ist wirklich cool. Also wer sagt heutzutage, dass die Grafik nicht wichtig ist? Also ganz ehrlich, der hat keine Ahnung. Schon wichtig, ey. Macht schon viel aus. Seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Washington. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Du hast sicher einen Schock. Aha, guck. Siehst du ihn? Aha, der Penner. Oh. Guck mal, was er da macht. Was macht er wohl? Nimm mich echt wunder. So, was muss ich machen? Suche nach Anderson. Okay, aber natürlich zuerst mal alles anschauen. Cool, oder? Wow, sind das auch Androiden? Miller. Okay. Mr. Miller. Wilson. Okay.
Okay. Sieht so sauber aus alles, ne? Aha, gefunden. Wow. Schon schnell. Entschuldigung. Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Kein Wunder, er trinkt ja. Sieht echt sauber aus. Erkunde das neue Büro. Okay. Also ich nicht warten, sondern alles anschauen. Ja, mache ich doch gerne. Das kann ich sehr gut. Anhören. Anrufen. Hank Anderson anrufen. Hi, hier ist Hank. Ich bin gerade nicht da. Sie können eine Nachricht hinterlassen, aber warten Sie keinen Rückruf. Beep. Oder wie auch immer. Nachricht hinterlassen. Anderson, hier ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Es ist fast Mittag und ich warte hier im Büro auf Sie. Ja, Cold Hunter, natürlich. Das Spiel ist natürlich wichtiger. Klar, also, was bringt mir Hammer Grafik, wenn ich da gar nichts... Wenn das Spiel nicht stimmt, oder? Oder wenn es ruckelt, oder... Wenn die Kampagne nicht passt, alles ist schon wichtig, aber heutzutage, ich persönlich erwarte schon, dass die Grafik auch schön ist. Was bedeutet schön? Bedeutet nicht, dass die Grafik auch echt aussieht oder so? Nein, zum Beispiel Hollow Knight sieht toll aus, finde ich jetzt. Und das ist auch ein Indie-Spiel. Es muss einfach passen, ne?